Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück bei Self-Trade Money. Und heute in diesem Video möchte ich euch das sogenannte 3-Boxen-System vorstellen. Mit diesem System arbeite ich persönlich selbst. Und es ist jetzt nicht meine exakte, genaue Trading-Strategie, sage ich einfach mal. Aber es sind eben grundlegende Aspekte, die in diesem 3-Boxen-System eben kombiniert werden miteinander, die wirklich fundamental wichtig sind für euer Trading. Und zwar ist dieses System so besonders, weil meiner Meinung nach Trading aus drei sehr, sehr wichtigen Schlüsselelementen besteht. Und das ist zum einen die Struktur, das ist Punkt Nummer zwei Supply and Demand und das ist im Schritt Nummer drei unsere Bestätigung. In dem Fall lässt sich das Ganze mit diesem 3-Boxen-System wirklich sehr, sehr simpel und logisch und einfach für jeden darstellen, vor allen Dingen auch für Leute, die vielleicht ein bisschen lieber visuell lernen, anstatt ich das in irgendeiner technisch schwierig ausgedrückten Trading-Sprache für euch erkläre. Also, ich möchte euch jetzt kurz erklären, was es mit den drei Boxen auf sich hat. Wir sehen hier einmal ein bullisches Beispiel und wir sehen hier ein bärisches Beispiel. Es ist ganz einfach erklärt. Stellt euch einfach vor, wir haben einen Markt, okay, wo wir hier aktuell traden, okay. Wir traden hier und dann sehen wir einen Impuls, also eine relativ starke Bewegung. Ja, sagen wir mal, die geht jetzt bis hier, dann geht die Box meinetwegen auch nur bis hier. Und dieser Impuls bricht Struktur. In dem Fall bullische Struktur nach oben. Das ist unsere Box Nummer 1 hier. Wir wollen einen Impuls, der Struktur bricht in einem bullischen Szenario. In einem bärischen Szenario ist es natürlich genau so. Wir haben hier eine Trading Range, meinetwegen brechen aus der Range aus. Was passiert? Wir brechen hier Struktur und dadurch haben wir auch einen Impuls, welcher Struktur bricht. Wenn wir jetzt meinetwegen nur bis hier unten hingehen, geht die Box nur bis hier und hier eben dasselbe. So, was passiert dann? Was ist jetzt die Box Nummer 2? Die Box Nummer 2 muss, das ist auch ganz wichtig, die rote Box muss innerhalb der blauen Box sein. Okay, das ist Punkt Nummer 2 auf unserer Checkliste. Die rote Box muss in der blauen Box sein. So, was bedeutet jetzt die rote Box? Die rote Box definiert die entsprechenden Supply-Demand-Zonen. Okay, in einem bullischen Beispiel sind das Demand-Zonen und in einem bärischen Beispiel sind das die sogenannten Supply-Zonen. Okay, bedeutet im Prinzip, Demand-Zonen sind Zonen, aus denen wir eine starke Kaufkraft erwarten. Warum? Um es einfach auszudrücken, weil aus diesem Bereich ja vorher auch dieser bullische Impuls entstanden ist. Das heißt, in der Theorie denken wir, dass der Preis nochmal zurückkommt, damit eben große Institutionen zu diesen Preisen hier nochmal einsteigen können. So, vice versa dazu oder wie auch immer man das auch nennt, auf Deutsch das Gegenstück dazu, die entsprechenden Supply-Zonen, woraus wir eine starke Verkaufskraft erwarten. Okay, warum? Weil wir gesehen haben, dass vorher aus diesem Bereich eine starke Verkaufskraft gekommen ist. Allerdings konnten nicht alle Orders bedient werden, also es konnten nicht alle Sell-Orders auf einmal hier in den Markt gedrückt werden. Deswegen geht der Preis oftmals nochmal ein bisschen zurück in die Zone, toucht die Zone meinetwegen, nur um dann, sag ich mal, hier in diesem Beispiel kommt der Preis zurück, nur um dann noch tiefer runterzufallen und hier wieder Struktur zu brechen. Das Gegenstück dazu im Prinzip, wir kommen nochmal zurück, um dann hier wieder noch mehr Struktur zu brechen nach oben. So, das heißt, dazu ist aber wichtig zu erwähnen, dass ich persönlich das nicht so mache, dass ich mich bei Supply and Demand Zone sehr darauf versteife und sage, ja, wir nehmen nur, sag ich mal, die letzte, weil ihr müsst euch das so merken, die Supply and Demand Zone sind im Prinzip, wenn wir jetzt von einer Demand Zone sprechen, müsst ihr euch das so vorstellen, dass wir quasi den letzten Sell-Bereich, ja, also den letzten Bereich, wo es eine Verkaufskraft gab, okay, den möchten wir einzeichnen. Und zwar, wie gesagt, genau, also es ist genau das Gegenteil. Erst wird verkauft, sell to buy. Okay, und hier im Supply-Bereich markieren wir uns den letzten buy to sell. Okay, also im Prinzip, hier hätten wir den letzten buy
to sell. Also buy to sell und sell to buy. Und da streiten sich jetzt auch immer so ein bisschen die Geister, weil manche sagen, nee, ich nehme für die Zone nur, sag ich mal, die letzte Kerze. Ich persönlich sage aber, dass ich mir anstatt einfach nur die letzte Kerze, die in die andere Richtung ging, die komplette Range markiere. Okay, und du wirst auch gleich merken, was ich damit meine. Also mach dir da bitte noch keinen Stress, wenn du noch nicht genau verstehst, was ich damit meine. So, dann haben wir Box Nummer 3 und das ist unsere Bestätigung. Und jetzt auch wichtig, die grüne Box muss in der roten Box sein. Heißt nochmal, wir haben einmal eine blaue Box. Okay, wir haben eine blaue Box und die Regel ist, dass die rote Box innerhalb der blauen Box ist und dann möchte die grüne Box, die muss in der roten Box sein. Hier genau dasselbe. So. Und wenn wir zum Beispiel merken, dass unsere Supply-Demand-Zone komplett 0,0 respektiert wird, dann dürfen wir uns nicht hinstellen und sagen, oh Mann, meine Analyse hat nicht geklappt oder sonstiges, sondern dann müssen wir uns gerade freuen, weil dann ist es sehr, sehr möglich, dass wir einen Shift bekommen, okay, von Supply zu Demand-Zone. Das bedeutet, eine Supply-Zone wird dann eine Demand-Zone oder eine Demand-Zone wird dann zu einer Supply-Zone, wenn diese Zonen eben nicht halten. Aber auch das soll dich bitte jetzt noch nicht zu sehr verwirren. Ich zeige dir jetzt auch gleich, was ich damit meine. Auch das hier ist natürlich, wenn wir meinetwegen hier traden und hier jetzt einen Impuls bekommen, ist hier der Strukturbruch. Also es muss nicht so eine Mini-Range sein, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern auch das hier ist optimal. Wir kommen hierhin zurück. Okay, wir haben hier dann den entsprechenden Bereich, ja, für den wir uns interessieren. Sell to buy. Also das ist wirklich keine Raketenwissenschaft, sag ich mal, was ich euch jetzt hier präsentieren werde. Auch hier gerade wieder super Beispiel. So, also wir fangen jetzt relativ simpel an und das, was ich dir jetzt erklärt habe, eben in der Theorie, zeige ich dir jetzt in der Praxis. Punkt Nummer 1. Wir wollen einen Bruch der Struktur sehen. Was sehen wir hier? Ein Bruch der Struktur in die bärische Richtung. Was können wir deshalb machen? Uns diese Box hier einzeichnen. Wir können diese Box einzeichnen in Blau. Dann schauen wir, wo ist der Ursprung dieses Impulses entstanden? Im Prinzip ist das auch schon das, was eine Supply-Zone in diesem Fall und Demand-Zone einfach auf der anderen Seite beschreibt. Was ist der Ursprung dieses Impulses, welcher Struktur bricht? Und der Ursprung kommt hier oben aus diesem oberen Bereich. Und jetzt ist es wieder etwas Diskussionssache, ob wir jetzt zum Beispiel sagen, wir könnten auch diese komplette Buy-Range hier nehmen. Du siehst hier die komplette Buy-Range vor dem Sell. Ist Auslegungssache, beides würde im Prinzip funktionieren. Auch hätten wir jetzt, sag ich mal, nur hier die letzte Buy-Kerze genommen, wäre es auch gut gegangen. Aber du wirst halt sehen, dass du öfter die Möglichkeit hast, ein Entry zu finden, wenn wir das Ganze ein bisschen vergrößern. Okay, also wie gesagt, wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen nur hier die letzte Kerze oder wir nehmen die komplette Buy-to-Sell-Range. Ich nehme gerne die komplette Buy-to-Sell-Range. Hier, das ist die Range. So. In dem Fall wäre hier das eigentlich ziemlich sauber aufgegangen, was ich meinte. Wir haben einen Impuls, der Struktur bricht. Wir haben dann hier unsere Supply-Zone und wir sehen, der Preis reagiert wunderbar hier an unserer Supply-Zone. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mal ein Beispiel, wo wir sehen hier einen Bruch der Struktur. Okay, ein Bruch der Struktur nach unten. Struktur wird gebrochen. Wir haben dann zum einen hier eine Supply-Zone und hier haben wir auch eine Supply-Zone. Und denke bitte dran, ich bin die ganze Zeit im 8-Minuten-Chart. Ich habe extra einen Chart genommen, den nicht jeder benutzt, einfach aus dem Grund, um dir zu demonstrieren, dass das mit jedem Chart funktioniert. Ist egal, ob eine Stunde, 4 Stunden, Tageschart, Wochenchart, eine Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten. Es funktioniert auf jedem Chart. Und du musst natürlich verstehen, dass wir, wie gesagt, unsere Einstiege, die Confirmation, also Schritt 3, machen wir nicht auf dem 8-Minuten-Chart, wenn wir auf dem 8-Minuten-Chart hier unsere Zonen einzeichnen. Das ist relativ wichtig, wenn wir die Boxen einzeichnen und dann quasi darauf warten, dass der Preis zurückkommt, in unsere Zone, die unser Interesse geweckt hat, dann gehen wir natürlich die Zeiteinheit, um einiges runter. Ich bin sogar meistens auf dem 15 Sekunden oder 30 Sekunden Chart. Damit will ich dich jetzt aber nicht verwirren. Das soll dir einfach nur signalisieren, dass es jetzt nicht so einfach ist,
eine Confirmation sofort auf dem 8-Minuten-Chart zu sehen. Es gibt Möglichkeiten wie, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Aber okay, und hier können wir jetzt sehen, dass wir in diesem Beispiel eventuell Trades verpasst hätten, wenn wir nur diese letzten bullischen Candles verwendet hätten. Okay, was passiert aber, wenn wir sagen, nein, wir nehmen auch die komplette Range. Einfach nur, um sie da zu haben. Was passiert dann hier? Wow, wie wir schon sehen, hier potenzielle Entries und hier definitiv sehr, sehr, sehr schöner Entry. Sofort hierhin. Okay. Das heißt, das ist genau das, was ich meinte. Man muss flexibel sein mit den Ranges. Und ich persönlich habe lieber eine bisschen größere Range als eine zu kleine. Ist aber nur meine Meinung. So. Machen wir das mal weg, damit du das weiter siehst. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen ein Strukturbruch, hier wird Struktur gebrochen, hier ist der Impuls, ja, welcher Struktur bricht, die blaue Box, hier ist unsere Supply and Demand Area und das hätten wir auch jetzt, sag ich mal, noch auf die letzte Buy to Sell Range, also nehmen wir einfach die beiden letzten Kerzen mit und was sehen wir hier? Hier potenzielle Entries, jetzt nicht das allerbeste, aber hier hätten wir bestimmt auf einer kleineren Timeframe ein Entry finden können. Hier sicherlich auch auf 15 Sekunden, 30 Sekunden mit der entsprechenden Bestätigung in diesem Bereich. Hundertprozentig hätten wir brutale Entries finden können, hier auch. Und so geht das die ganze Zeit so weiter. Also ich mache das jetzt weg, damit wir das ordentlich sehen. Nächstes Beispiel, was ist hier an dieser Stelle vorhanden? Wir brechen Struktur nach unten, Struktur wird gebrochen. Wir markieren uns unseren Supply-Bereich. Und was hier ganz interessant wäre, hier hätte ich eventuell einfach mal die hier auch mitgenommen, weil das ist die davor gewesen, die auch schon Struktur gebrochen hat. Warum nicht? Ist ja nicht uninteressant. Was sehen wir dann? Der Preis kommt zurück, reagiert hier wunderbar. Auch hier hätten wir wieder super Einstiege finden können. 15 Sekunden Chart, 30 Sekunden Chart etc. Ihr seht schon, dass wenn ihr anfangt, das in diesen drei Boxen hier zu sehen, blau, rot, grün. Grün lasse ich jetzt hier, weil die Bestätigung wäre natürlich, wie gesagt, immer hier, hier und hier. Deswegen halten wir es jetzt mal noch einfacher und machen nur die beiden Boxen. So, was sehen wir hier? Genau dasselbe, Strukturbruch, Impulsbewegung blau, Supplyzone rot. Hier, okay, der Trade war jetzt nicht der optimalste, aber ein bisschen Profit hätte man auch mitnehmen können. Was ist jetzt hier? Wir sehen, Struktur wird gebrochen nach oben. Okay, wir markieren den letzten Sell-Bereich, Sell-to-Buy, weil, wie gesagt, das ist jetzt ein bullisches Beispiel. Machen wir mal so circa. Was sehen wir hier? Preis kommt zurück in die Zone. Hätte man sicherlich auch einen relativ guten Entry finden können. Ein paar Pips mitnehmen können. Ihr müsst immer überlegen, dass wenn wir auf 8 Minuten einfach nur so ein paar Minuten, so ein paar Pips hier nach oben hochgehen, was das bedeutet, vom CRV her, wenn wir auf 15 Sekunden Entries finden, hier zum Beispiel, das ist ganz brutal. Also da kann man schon 10 RR, also ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 10, kann man auf kleineren Timeframes hier raushauen. Mal bei solchen Geschichten mal ganz abgesehen, da ist natürlich noch deutlich mehr drin. Aber wir folgen dem exakt selben Prinzip weiter. Wir fangen an, Struktur zu brechen, hier, okay? Wir durchbrechen Struktur mit diesem Impuls. Wir markieren uns die letzte Buy-Range vor dem Sell, Buy-to-Sell-Range. Hier ist unser Entry. Wunderbarer Einstieg, wenn wir unsere Bestätigung bekommen. Das ist, wie gesagt, immer die Voraussetzung. Und ab geht die Post, sag ich mal. So, hier im Prinzip, was sehen wir hier? Auch schon relativ, damit ihr das mal seht, auch nicht schlecht. Also hier sehen wir einen Strukturbruch. Durch diese Kerze, die relativ gut hier durchbricht, auch wenn das hier im Prinzip das Low war, aber ja, ist auch immer so ein bisschen Auslegungssache, aber denke ich mal, macht auch etwas Sinn, hier eventuell zu sagen, gut, wir hatten hier unseren Impuls, okay, wir hatten hier meinetwegen unseren Impuls, hier haben wir unsere letzte Buy to Sell und selbe Spiel, jedes Mal dasselbe. Wir kommen hier oben und traden weiter runter. Hier genau dasselbe Prinzip. Wir brechen hier durch. Der Impuls geht von hier und das ist ganz wichtig. Der Impuls startet hier oben. Okay, startet hier oben.
und geht bis ganz hier unten runter. So, jetzt sehen wir wieder den letzten Buy vor dem Sell. Also können wir sagen, okay, wir nehmen das, weil diese Wick gehört auch noch mit dazu. Ist aber auch ein Thema für ein anderes Video, würde ich sagen, wie wir das jetzt genau definieren. Aber wir sehen auf jeden Fall hier die letzte Buy-to-Sell-Range und der Preis reagiert wunderbar hier an der Zone, an der Zone und tradet weiter runter. So, hier selbe Prinzip. Es wird fast schon langweilig, Leute. Merkt ihr das? Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn sowas passiert, wenn es schon langweilig ist, weil es immer wieder dasselbe ist. So, dann sehen wir hier ein Bruch der Struktur nach unten. Hier quasi, ich mach das kurz weg, damit ihr das auch seht und nicht verwirrt seid. So, wir sehen Bruch der Struktur, impulsartiger Bruch der Struktur. Wir sehen hier die Supply-Zone, ja, die letzte Buy-to-Sell-Range. Was sehen wir hier, sobald der Preis zurückkommt? Brutale Entry-Möglichkeiten hier. So, hier geht es sofort weiter, nachdem ich das jetzt kurz weggemacht habe, damit du das besser siehst. Wir haben hier einen Strukturbruch nach unten. Hier wird die Struktur gebrochen. Und wir haben den Impuls in Blau und wir haben die entsprechende Supply-Zone in Rot. Und was passiert? Hier wunderbare Entry-Möglichkeiten. Ich meine, überlegt euch mal so einen Move. Nur so ein Move hier. Mit 15 Sekunden Einstieg. Das ist halt das Geile, wenn man mit 15 Sekunden Entries arbeitet, da hat man ganz wilde und präzise Einstiege. So, wir machen dasselbe Schema wieder. Hier sehen wir jetzt mal ein Trade, wo wir nicht abgeholt werden. Ist auch vollkommen okay, gehört völlig dazu. Kann nicht immer so laufen. Deswegen sehen wir jetzt hier einfach mal ein Trade, wo wir nicht quasi wieder in die Zone zurücktraden. Ist ganz normal passiert. So, der ist dann, sag ich mal, gecancelt. Okay, den machen wir jetzt auch erstmal weg, damit du hier das alles übersichtlich siehst. Und hier sehen wir dasselbe wieder. Wir brechen hier wieder Struktur. Obwohl das nicht der sauberste, ja gut, wir traden hier schon unter. Ist aber noch nicht der allersauberste Bruch der Struktur. Besser wäre immer, wenn eine Kerze mit ihrem Körper darunter schließt und nicht nur mit dem Wick. Aber in dem Fall sagen wir mal, gut, sieht auch nicht gerade schlecht aus. Wir haben die Impulsbewegung, wir haben die Supply and Demand, die Supply-Zone. Wir traden radikal hier nach unten. Wirklich radikal. So. Und jetzt kommen wir. Ich suche die ganze Zeit ein Beispiel, was ich dir unbedingt zeigen wollte, wo es eben nicht so gut funktioniert hat. Und hier ist, ich glaube, es ist das hier. Genau. Aber dazu kommen wir gleich. Und das ist genau das, was ich hier erzählt habe, dass wir offen sein müssen und schnell umschalten müssen, wenn wir sehen, eine Zone wird überhaupt nicht respektiert. Wenn wir sehen, wir haben meinetwegen hier eine Demand-Zone und der Preis kommt, sag ich mal, in die Zone zurück und bricht komplett durch. Also zeigt überhaupt keinen Respekt vor dieser Demand-Zone. Dann müssen wir im Kopf schon den Schalter umlegen und denken, aha, eventuell wird diese Demand-Zone jetzt zu einer Supply-Zone. Und dann sind wir natürlich ganz, ganz vorne mit dabei, weil wir dann sofort das checken und einfach die umgekehrte Seite handeln können. So, was sehen wir jetzt hier zum Beispiel? Hier in diesem Beispiel sehen wir im Prinzip auch hier wieder einen Bruch der Struktur, wenn wir das sagen. Hier sehen wir einen schönen Bruch nach oben, Struktur wird durchgebrochen. Wir haben hier unseren Impuls und hier haben wir die Demandzone. Preis kommt zurück in die Demandzone und tradet höher. So, hier haben wir wieder dasselbe Prinzip. Der Preis bringt einen Impuls nach unten, bricht hier Struktur. Also ein relativ starker Impuls. So, wir markieren den Bereich, okay, die letzte Buy-to-Sell-Area und der Preis kommt hier zurück und wir traden tiefer. Eine Sache, die auch noch sehr interessant ist, ist, dass diese Zonen, ja, immer weiterhin bestehen bleiben können und als extrem wichtige Supply-Demand-Zonen, wie gesagt, je nachdem, ob Sells Supply-Zonen und Buys in Demand-Zonen bestehen bleiben können, denn wir sehen, wie krass teilweise die Preise daran reagieren, wenn sie da wieder zurückkommen. Okay, hier zum Beispiel hatten wir einen kranken Verkauf und stellt euch mal vor, ihr sagt euch einfach, ja, ich lasse die Zone hier mal bestehen, wir schauen, ob es hier eine Bestätigung gibt
Und dann kriegen wir hier nochmal so einen gestörten Sell nach unten. Und hier dann gleich nochmal. Wobei man auch sagen muss, desto öfter diese Zonen getoucht werden, desto schwächer werden sie. Ja, anders als das Retail-Trader euch erzählen wollen, desto öfter eine Zone getoucht wird, irgendwelche Support und Resistance oder Trendlines oder sowas, desto stärker werden sie. Das ist Bullshit in meinen Augen. Desto öfter diese Zonen getoucht werden, desto schwächer werden sie. Hier ist das Beispiel. Hier ist das perfekte Beispiel, um dir jetzt zu demonstrieren, was ich meinte damit, als ich gesagt habe, wir müssen versuchen, so schnell wie möglich unsere Richtung zu switchen, wenn wir feststellen, eine Zone wird nicht respektiert. Und das ist das, was ich meine. So, ich zeige dir das jetzt mal. Wenn wir sagen, meinetwegen, wir haben hier einen Strukturbruch, ja, hier in dem Bereich einen Strukturbruch und wir sagen, okay, das ist ein schöner Impuls nach oben, der geht vielleicht sogar bis hier oben hin, ja, und dann sagen wir, gut, wo war denn der Ursprung von diesem Impuls? Die letzte Sell-to-Buy-Range war in meinen Augen hier. Und normalerweise, wenn wir hier sehen, dass wir hier Struktur brechen nach oben und wir kommen hierhin zurück, hier siehst du auch, dass wir im Prinzip noch halbwegs gut an dieser Zone reagiert haben. Okay? Hier haben wir noch eine schöne Reaktion bekommen, auch einen relativ guten Buy noch. Aber was ist jetzt hier los? Wir brechen komplett durch die Zone durch und jetzt kommt das Entscheidende. Vorher war das hier eine Demandzone. Okay, vorher war das eine Demandzone. Was passiert aber jetzt? Wir nehmen das Ding einfach mal, schieben es hier rüber und plötzlich wird dieselbe Zone hier zu einer Supply-Zone. Also die Demandzone wird zu einer Supply-Zone. Und wenn wir die jetzt auch ausweiten, können wir auch hier sehen, dass die ziemlich gut respektiert wird, hier auch nochmal in der Zukunft. Und auch hier natürlich uns ja nochmal einen wirklich krassen Sell-Einstieg geben könnte. Hier im Prinzip dasselbe Beispiel. Also mittlerweile könnt ihr, ich hoffe, dass ihr das mittlerweile auch schon im Schlaf seht, weil dann weiß ich, ich habe mit dem Video ein bisschen was richtig gemacht. Was sehen wir hier? Bruch der Struktur. Impuls bricht die Struktur. Wir sehen, okay, letzte Buy-Range. Nehmen wir die beiden letzten Kerzen, okay. Hier, Preis kommt zurück, hierhin. Schöner Sell. Okay, Freunde, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ich hoffe wirklich, dass ihr schon ein bisschen genervt seid von dem Video, weil es immer wieder dasselbe ist. Es ist immer wieder dasselbe. Impuls, der Struktur bricht, Supply and Demand Zone finden innerhalb des Impulses, Bestätigung finden, innerhalb der Demand-Supply-Zone auf einer kleineren Timeframe. Hier muss natürlich Struktur stehen und nicht Struktur. Sorry an der Stelle, Freunde. Testet es gerne selber mal auf euren Charts. Dann werde ich definitiv auch weitere Videos machen, bald mal zum Thema Entry, Bestätigung, Confirmations, dies und das alles, wie wir die finden auf kleineren Timeframes. Und ja, Freunde, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, folgt dem Self-Trade Money Instagram Account und kommt gerne in den gratis Telegram-Channel, Freunde. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.